Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich bin sehr gespannt. Das Spiel nennt sich nämlich Dawngate. Ich habe selber erst drei Spiele gespielt, wie man hier oben sieht. Ja, es ist ein MOBA wie LOL und Dota 2. Und ich würde sagen, wir starten einfach gleich mal rein. Eine Solo-Gruppe. Oh, die europäischen Server sind gerade down. Was etwas nervig ist, da auf den amerikanischen Servern der Ping ziemlich hoch ist. Ja, natürlich gleich mal ein richtiges Match, kein Practice Match. Von denen habe ich erst zwei und drei richtige Matches. Ja, was gibt's zu sagen? Das Spiel ist, wie gesagt, wie ein MOBA. Erklärt, wie soll es denn auf der Karte, wenn man sich da hat, was gemacht werden muss. Jetzt müssen wir uns erstmal schauen, was für einen Charakter wir bekommen. Ich habe bis jetzt erst zwei gespielt. Und mit dem einen ging es ganz gut, mit dem anderen habe ich vollkommen versagt. Ich bin echt gespannt. Weil angeblich sollen jede Woche, was ich mitbekommen habe, neue Charaktere. Also, es gibt immer Free-Charakter, Gratis-Charakter, die man jede Woche spielen kann. Das sind, glaube ich, 7 Stück. Und den Rest muss man sich kaufen. Geht hier bei der Collection. Ich weiß nicht, kann ich da rüber switchen? Ja, da kann ich rüber switchen. Da kann ich jetzt Shapers, das sind die Charaktere. Kann ich mir einen aussuchen, dann kann ich mir hier, was ich denn gerne haben will. Und dann muss ich mir sie kaufen für 1800 von diesen Dingen hier. Die kriege ich pro Spiel, kriege ich so 40 circa, wenn es gut geht. Ja, den spiele ich momentan ganz gern. Das ist Fares, also das war der, den ich bis jetzt gespielt habe. Der ist mittelschwer, hätte ich jetzt gesagt. Man kann nämlich Nah- und Fernkampf spielen, was äußerst interessant ist, eine interessante Kombi. Und ja, Matchmaking geht nicht voran. Ich muss mich selbst in die anderen erst reinspielen. Ich weiß nicht, ob ich den heute wieder bekomme. Wenn nicht, werden wir einen neuen austesten. Gibt der genügend? Oh ja. Jetzt halt geht's, glaube ich, los. Natürlich akzeptieren wir das. Da ist er, der Fari, den nehmen wir mit einem Gladiator Switch. Und locken das doch gleich mal ein. Also, man wählt erstmal seinen Charakter aus. Das ist bei mir jetzt Faris. Die hat hier Mikaela, Voluk, das ist ein Jungler. Und Amarin hat die da. Dann kann man sich noch einen Gladiator-Taktiken, Hunter und Predator aussuchen. Als Zusatz. Der Gladiator geht darauf auf, dass er, wenn du Minions killst, also die kleinen Einheiten, die Bots, dann kriegst du extra Gold. Der Taktiker geht aus, der ist dafür da, also die Gegner ein bisschen umschachelt und die ärgert sozusagen. Der Hunter ist für den Jungle zuständig, logischerweise. Und der Predator, der kriegt extra Gold, wenn der Gegner killt. Und deswegen nimmt ihn eigentlich keiner, weil man kann nie davon ausgehen, dass man viele Gegner tötet. Das ist einfach nicht machbar, meines Erachtens. Moloch, habe ich jetzt schon festgestellt, wird sehr gerne als Jungler hergenommen und ist auch sehr gut im Jungle. Oh. Wir starten in 12 Sekunden. Und dann erkläre ich euch die Map kurz. Im Gegensatz zu LOL oder Dota, wo es jeweils drei Lanes gibt es hier nicht nur zwei Lanes. Mit jeweils zwei Leuten besetzt und einem Jungler. Es
gibt es auch manchmal, dass es die Leute mit 3, 2 spielen und kein Jungler, aber das finde ich sehr schwachsinnig. So, das haben wir auch schon im Ladescreen. Und dann geht es auch gleich mal los. Ich habe mir gleich mal ein paar Sachen. So, und hier kommt auch jetzt der große Unterschied. Das ist unser, ich weiß gar nicht, wie man es bei LOL nennen oder bei Dota. Das hier müssen wir bei den Gegnern zum Schluss besiegen. Um den hier anzugreifen, müssen wir aber alle diese Kugeln besiegen. Mal schauen. Das ist, dann gehe ich top. Ja. Wir müssen auch auf unserem Weg, oder die Gegner müssen einen nach dem anderen verwiesen. Das sind die Türme, ganz normale Verteidigungstürme. Die müssen zerstört werden. Dann, was gibt's noch? Diese hier, das ist eben das Lustige, die kann man einnehmen. Oh, das Interessante, was ich bei dem Spiel finde. Die sind momentan noch gelockt. Und hier werden jetzt dann gleich Arbeiter für uns spawnen. Die Arbeiter bauen aus dem umliegenden, angrenzenden Gebirge, bauen die für uns Gold ab. Der markiert irgendwas. Oh, die wollen vor den ersten Kill. Oh, das ist ein Käse. Machen wir nicht mit. Aus dem anliegenden Gebirge kann ich dann auch zeigen. Gold ab. Sprich, die werden wir versuchen, es zu verhindern. Und wie gesagt, ich muss versuchen, die Gegner zu. Die Gegner zu killen und die Minions immer den Last Hit. Weil als Gladiator kriege ich doppelt so viel Geld für den Last Hit. Aber der klaut mir alles, der hat das mir noch nicht ganz kapiert. Okay, die Wand zu viert mir. Ja, Mana. Ach shit, falsche Taste. Das habe ich nämlich gerade auf den gewechselt zwischen. Und nahen Fernkampf, was ja in meinem Fall zum Start ist immer Nahkampf besser. So, und jetzt kann ich. Wir haben momentan 24 Arbeiter, die für uns arbeiten. Die Gegner haben auch 24. Das sieht man hier. Die arbeiten hier, oder was? Ist 24. Wir kriegen 24 Gold. Ach, schon wieder. Wir können auch deren Arbeiter töten. Und sobald hier das Schloss weg ist, können wir es auch einnehmen. Dann haben wir 3 und die zum Beispiel nur 3. Ja. Das ist so der ganze Spaß dahinter. Ach, was mache ich denn? Wie gesagt, ich habe das Spiel noch nicht so oft gespielt und bin deswegen dementsprechend auch nicht so gut. Ich muss mich da erst reinfinden. So, und jetzt mal. Und schon. Oh, der Idiot.
An ally has been slain. Ein Idiot. Ja, aber der Turm macht mir echt extrem viel Schaden. This told us to kill the wall. Defense engaged. Ja, wir werden jetzt gerade mal versuchen, die ein bisschen wegzupushen. Und die nächste. Ah, wobei. Ich hab Items. Erkläre ich dann, sobald es mal soweit ist. Slain an enemy. Let me age. An ally has Peaceful. Been slain. Hammer 404. Slay. Hey, ja, da muss ich wohl zurück. Stand by. Such colors. Ja. Aber ich habe einen getötet. Mal schauen, was ist. So, dann können wir auch mal was kaufen. Am Anfang brauche ich mir das Gegenstand. Es gibt so grundsätzliche Sachen. Also es gibt mir einfach die Basic Attack Damage. Davon kriege ich 0,2 Basic Attack Damage von jedem Power Item. Dann gibt es noch Attack Speed. Da kriege ich 0,2% von Haste. Wenn ich Haste habe, kriege ich 0,2% mehr Attackgeschwindigkeit. Es gibt dann noch Mastery und so. Ich kann es euch mehr. Ja, Power increases hier. Also Power macht, verstärkt einfach die meine Attacken. Defense Penetration, ich ignoriere mehr Rüstung von den Gegnern. Ja, sorry, wenn ich ein bisschen abgehakt bin, aber es ist schwer zu sprechen und zu spielen gleichzeitig. Your binding is under attack. Warum ist man unser Binding under attack? Achso, unten. Binding nennt sich die Dinge hier. Ich habe leider gerade den Namen für das Ding hier vergessen. An ally has been slain. Also es schaut nicht gut aus für uns momentan. Natürlich mein Ult. Engage. Your binding is under attack. Ja. You have slain an enemy. Out of line. Da habe ich wohl einen Kill gemacht. Und habe mein Ulti Peaceful. Town, das hätte ich gar nicht gemisst. Ui, ich hasse diesen Turm. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Der macht nämlich echt gut Damage. Ja, ich sollte vielleicht mal kurz meine Attacken erklären. Also, mit Q kann ich zwischen Nah- und Fernkampf wechseln. Jetzt bin ich gerade im Nahkampf. Fernkampf. Und ich kriege zusätzlich Attack Speed. 5% mit jedem Ding. Ja, den gleichen Job wie ich.
Ja, Attack Speed mit lieben. Mit dieser Skillung von Q. Mit W schleudere ich hier diese Dinger, wo ihr schon gesehen habt. Wenn ich das im Nahkampf mache, ist es ein Schwert, das rotierend nach vorne fliegt. Sag, was machen die da unten für einen Käse? Das ist ja Wahnsinn. Die spielen ein bisschen zu aggressiv, habe ich das Gefühl. War das schlecht. Your binding is under attack. Enemy killing spree. Oh mein Gott, was macht er denn, wenn er keine Attacke bereit hat? Drauf gehen. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Das wird ein schwerer Kampf, das sage ich euch. So, hier sieht man es auch. Dieses Item hat 60 Power, was mir halt mehr Angriffskraft gibt. Und als zusätzliches Teil hat es noch Armor Penetration. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, die unten verlieren so von Haut. Boah, ist ein schönes Spiel, aber ich glaube, das verlieren wir gerade. Und es gibt von jedem Item 3 Stücken. Das heißt, von jedem Item. Es gibt 3 Stufen Items. Es gibt grün, blau und lila. Und dementsprechend sind sie auch von der Qualität her. Der macht echt gut Damage. Bin ich auch noch tot? Einfach nicht. Ja, das ist irgendwie gerade nicht so, wie ich das möchte. Das verstehe ich auch nicht, warum er jetzt nicht gerade Base gestanden ist. Oh ja. Your binding has been destroyed. Yeah, poor team. An enemy has been slain. Das war relativ gut. Ah ja, dann kommen wir mal zu diesen hier. Da gibt es noch zusätzliche Cards, die man sich auswählen kann. Mit jedem mit Level 1, 10 und 20. 20 ist nämlich auch das maximale Level. Schnell abhauen. An ally has been slain. Is inspired. What is that? Oh ja. Da müssen wir mal schauen, dass wir
gut zusammenspielen. Wir haben jetzt oben schon einen Turm zerstört. Was schon mal super ist. Muss mal hier mal unten schauen. Aber ich vermute, dass die irgendwo auf mich lauern. Die sind halt schon. Ah, sind nicht so viel höher wie ich. Ja, das war wohl nix. Im hohen Gras, auch wie bei LOL, kann man sich verstecken. Monitoring. Wir müssen halt auch immer schauen. Hier ist nämlich ein Zusatzboss, ein Parasite. Dieser gibt einen Buff und Gold. Was sehr wichtig ist. Jupp, da haben wir einen. Und ich kann mal wieder zurückgehen. Wobei. So, jetzt seht ihr das auch mal. Die sind alle weg. Die Ketten hier. Und wir können den Ding einnehmen. Aber die werden genauso uns unten gleich einnehmen. Vermute ich mal. Your spirit well is under attack. Gehen als Bild, wenn man sich das Ding. An ally has been shot down. The enemy captured your spirit well. Enemy double kill. Such columns. Ja, meine Mädchen müssen nicht so darin, ne? Your binding has been destroyed. Ja, ich weiß, dass unser Binding destroyed wurde. Weil hat mein Team auch nicht wirklich das Spiel gemacht. Team 17 Kills, wir 6. Ne, 6 Kills habe ich 2, der andere 3. Was soll ich dazu noch sagen? Aber man kann nicht immer gewinnen. Your binding has been destroyed. Ich würde mal sagen, der ist gut gebietet. So wie Damage wieder gleich mal macht. Your spirit well is under attack. There are target. Da habe ich gar keine Chance, den irgendwie zu damagen. The enemy captured your spirit well. An enemy is dominating. An enemy has been slain. Enemy double kill. Unmöglich. Killing spree. An enemy has been shut down. Ja, das haben wir verloren. Ab Minute 20 können wir aufgeben. Was wir aber, glaube ich, nicht machen. Aufgeben ist immer so langweilig. Ja, ihr seht, wir haben jetzt nur noch einen DM3 und bei den neuen, die wo die gecaptured haben, ist jetzt ein Schloss und das, wo wir gecaptured haben, ist auch wieder ein Schloss. Sprich, das kann wieder eine Zeit lang nicht geändert werden. Nur bei dem einen, dem rechts unten, das wurde mir noch nicht gecaptured von keinem. Das macht nichts. Ja, komm. Wie muss ich denn ganz hin? Ja, unsere Bindings gehen auch drauf, aber was soll's, 21 hat man keine Chance. Würde ich mal so sagen.
diese hier in der Mitte nennt sich Parasite und die vermuten dort, dass die das sind. An enemy is relentless. Your binding is under attack. Stuck. You have slain an enemy. Man hat die Hirten gekillt. Das ist schon mal gut. Such colors. Aber hier unten ist er noch. Your binding is under attack. Der Typ ist halt irre krass gut. Your binding has been destroyed. Ach, da klickt er auch noch. Da geht halt gar nichts. Da geht gar nichts. An ally has been slain. The enemy captured your spirit well. Ja, jetzt haben wir keine Spirit Wells mehr, jetzt verdienen wir kein Gold. Außer wir killen Minion, meine Dinger. Ja, sie wollen nicht aufgeben. Nicht aufgeben, so aufgeben. Es war langweilig. Wie lange spielen steht das eigentlich irgendwie? Ich weiß es gar nicht. Aber ich glaube, es wird kein allzu langes Match. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Und vielleicht finden auch noch mehr zu diesem Spiel. Das finde ich wirklich Spaß. Das können wir einnehmen. Machen wir das doch gleich mal. Ich werde es aber nicht schaffen, wenn mich der hier anstört. Beautiful. Ja, ich bin so schnell tot, das glaubt man gar nicht. Kein gutes Spiel. Naja, was soll's. Man muss auch mal verlieren. Ich hätte zwar gerne noch dieses Item auf jeden Fall gehabt, um euch das zu zeigen, weil das hat einen schönen Effekt. Nimmt mich eine Kette an Blitzen und teilt die weiter beim Standard-Attack. Was echt praktisch ist. Weil ich halt so mehrere Gegner auf einmal beschädigte. Und da ich bei meinem Charakter sehr auf Haste, also auf die Geschwindigkeit, auf die Attack-Geschwindigkeit ausgelegt ist, ist es halt schon praktisch. Your binding has been destroyed. Ja, es sind jetzt, wir haben nur noch einen Binding, nur noch einen Binding ist under Attack. Aber schau dir das an, wie viel Damage ich jetzt gleich mal bekomme. Nur von dem, dass mich der einmal trifft. Haha, voll getroffen. Aber, ey, unmöglich.
been slain. To all children. Monitoring. Your binding is under attack. Gehen wir mal schnell zurück zum Herrn. Genau, und der verteidigt sich nämlich auch selbst. Das ist ganz praktisch. Und die Teile werden auch nach einer gewissen Zeit wieder aufgebaut. Wenn ich das richtig sehe, ist das noch nie bei mir so weit gewesen. Aber ich vermute es. Ich weiß, dass mein Binding under attack ist, aber ich kann es gar nicht. No way, no way. So. Es trifft keinen. Also sie fangen jetzt an, das Ding hier zu zerstören. Und der für. Ja. Der hat das gleiche Lifetrain-Item wie ich. Und ich bin noch 25 Sekunden durch. Das Spiel dauert echt lang. Macht viel Spaß. Ich werde in den nächsten Tagen auch mal andere Karte ausprobieren. Und dann werden wir mir was gefällt. Auch mal eine Aufnahme machen. Ja, das Video ist ja hier ein bisschen länger. Ja, bis jetzt, ich kann kaum angreifen, weil ich schon wieder tot bin. Your guardian is under attack. Ja, wir sind noch eingekillt. Enemy killing spree. Beautiful. Ja, wir können jetzt noch ein bisschen abholen und los dann auch. Uns noch eingeholt. Jetzt zeige ich euch noch, wie man das hier übernimmt. Hier muss man einfach draufstehen, die Dinger muss man gar nicht. Das reicht, wenn man abwartet. Aber die Dinger gibt es halt Gold und Erfahrung. Das haben wir eingenommen. Ja, jetzt mit Level 18 sind wir dann alle bald gleiches Level. Die werden gerade den hier machen. Vermute ich mal. Beautiful. Nicht mal. Team has captured a spirit well. An enemy is relentless. Ja. Obwohl ich mich rausgehe, aus dem Fight rausgehalten habe oder rausgeblinkt habe, bin ich doch trotzdem gleich gestorben. Wie sieht's, sobald diese Balken wieder da vorne sind, wird das Zeug wieder aufgebaut. Aber ich glaube, daran kommt es nicht. Boah, die werden jetzt demnächst, glaube ich, hier finishen. Hoffe ich zumindest. Ich vermute, es auch mal ganz stark.
8 Sekunden kann ich wieder mitmischen im Fight. Die heilen sich auch so extrem schnell. Und schon bin ich wieder tot. Der Wahnsinn. Aber es war auch ein bisschen dumm zu chasen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich will auch jetzt, dass die endlich mal finishen. Ja. Zeit. Ja. Der Guardian, das ist unser Guardian. Der ist under attack. Aber wir wollen anscheinend nicht von der Schneide früh. Wir wollen noch eine Kills bekommen. Aber es wird ihnen nichts helfen, die werden jetzt gleich fertig sein. Weil der Guardian an sich selber hält nämlich nicht so viel. Das sollte es jetzt auch gewesen sein. Wir liegen jetzt fast weg. Und da haben wir verloren. Aber es war schön. Es war schön, das Spiel. I will be available for counseling if anyone wishes. Ja, mir geht's weiter. So, jetzt kommen hier die Leute mit Karma ausstatten. Das macht man am besten überall. Und da das einfach, wenn du ihm Karma gibst, kriegt er mehr Punkte und kann sich schneller Sachen kaufen. Und es war keiner dabei, der geflamed hat oder sonst irgendwas, jemanden beschimpft hat, gelieft ist oder sonst. Dann macht man das. Oder mache ich das zumindest, dass ich ihm was gebe. Oh, nicht mal Grand erwischt. Naja, was soll's. Das war kein gutes Spiel. Muss ich zugeben. Und für ein Grand kriegt man nur Destiny. Umso höher man kommt, umso mehr Glück. Ja, das war das erste Spiel. Und mehr gibt es beim nächsten Mal. Freut euch drauf. Ich tue es nämlich gewaltig. Ciao.